Hallo, liebe Kunstfreunde. Stellen Sie sich vor, es kommt eine gute Fee auf Sie zu und sagt, Sie kriegen eine Ausstellung für nada unter den bestmöglichsten Bedingungen, die Sie sich nur vorstellen können. Innenstadtlage in einer Großstadt wie Mainz. Eine riesige Ausstellungsfläche. Und alles, was Sie dafür tun müssen, ist auf die Seite part.pengland.de zu gehen und dort auf Bewerbung klicken und ein kleines Formular ausfüllen, bisschen Konzept dazu schreiben, ein, zwei Bilder hochladen, zack ist die Sache raus und das Ganze bis spätestens zum 10. März, denn am 15. März wissen wir genau, wer kommt und wer stellt aus. Und das hier alles könnte Ihr Raum sein. Hier ist eine Rampe, ein Autofahrstuhl, ein Treppenhaus, das noch einmal zu der gleichen riesigen Fläche nach oben führt. Da können wir übrigens auch gleich mal hingehen. Hier oben ist der große Ausstellungsraum, der zweite, besonders gut für Rauminstallationen geeignet. Es gibt weiterhin hier ein Bürokomplex mit kleinen Räumen. Wie man sie hier sieht, die man auch gut für raumbezogene Arbeiten verwenden kann. Dann geht's weiter. Kommen Sie mal mit, wir verlassen jetzt den großen Raum, gehen zum dritten Raum und haben hier einen schönen Blick über die Freifläche, die uns auch zur Verfügung steht. Besonders gut für plastische Arbeiten. Gleich im Anschluss die große Werkhalle, die wir auch bespielen können. Ja. Hier eine weitere Halle, auch für plastische Arbeiten besonders gut geeignet. Oder für Klanginstallationen, wie man schon hört. Ja, wir haben Raum genug, die Lichtverhältnisse sind prima. Und jetzt kommen wir in die Räume vom PENG, Verein für Kunst, Kommunikation und Design. In dem dann die Veranstaltungen stattfinden werden. Konzerte, Lesungen. Diskussion. Ja, hier sind wir jetzt im Kellertrakt, der sich besonders gut eignet, um Bilder zu zeigen. Also grandiose Räume mit weißen Wänden. Die einfach darauf warten, mit Malerei, Grafik oder Fotografie vollgehängt zu werden. So könnte man jetzt stundenlang weitermachen. Also Platz haben wir genug. Die Part findet im PENG statt und das PENG ist ein Verein zur Förderung von Kunst und Kultur. Und wir ermöglichen seit 7 Jahren Künstlern, Musikern aller Richtungen, sich hier zu verwirklichen. Das PENG finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Und eine Aktion dieser Größe gab es hier noch nie. Und wir wünschen uns, dass das wie alle anderen PENG-Events eine ganz tolle Sache wird. Die Part findet statt vom 12. bis 28. April in Mainz. Und wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf deine Partizipation.